Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In meinem heutigen Video habe ich für euch so einen kleinen Fashion Haul, aber eher ist es ein Inspirationsvideo. Ich habe mir ein paar Sachen geholt, wollte die euch zeigen, aber ich möchte euch so ein paar Inspirationen geben, auch für den Herbst, was man anziehen könnte, wie man es kombinieren kann etc. Und ich denke, ich habe ein paar cool Teile mit dabei und wie ich die kombiniere, das zeige ich euch jetzt. Das erste Outfit trage ich schon an meinem Körper und zwar ist es dieses Oberteil. Das habe ich bei Primark entdeckt und im Moment sind total Schulterpolster wieder angesagt. Ich persönlich dachte, dass wir das seit 10 Jahren eigentlich überwunden haben. Das letzte Mal, wo Schulterpolster ja sehr in waren, war ja die Zeit, wo Lady Gaga gerade so durchgestartet ist. Da gab es andauernd irgendwelche Teile mit Schulterpolster. Generell ist es so, dass ich das eigentlich aus meinem Schrank aussortiert hatte, aber an dieses Top habe ich mich total verliebt. Also, ja, wie ihr sehen könnt, fällt das richtig schön. Der Stoff fühlt sich sehr angenehm an und das mit den Schulterpolstern, ich finde das ziemlich cool. Hat so ein bisschen 80er-Jahre-Vibes und das gefällt mir dann noch mit roten Nägeln oder rote Lippen. Ich finde, dieses Oberteil kann man eigentlich zu allem anziehen. Man kann es in der Woche anziehen, zu die Arbeit, für Party oder für auch festliche Anlässe. Zum Beispiel Weihnachten würde ich sowas zum Beispiel anziehen oder Silvester. Es kommt immer darauf an, wie man es kombiniert. Das zeige ich euch jetzt nochmal. Kombiniert habe ich es mit dieser schwarzen Stoffhose, die höher geschnitten ist. Also das ist auf jeden Fall auch eine High-Waist-Hose. Und die ist halt aus einem schönen Stoff und die sitzt halt auch ziemlich gut. Ist halt so ein bisschen, würde ich sagen, büroschick, wenn man das so nennen kann. Also mit so einer Hose würde ich es auf jeden Fall ins Büro anziehen oder halt auch in der Woche. Und ich finde, das hat einen schönen, also ich finde, es passt halt sehr gut irgendwie zusammen. Aber man kann das natürlich auch noch mit was anderem anziehen und das zeige ich euch jetzt. Diesen Rock habe ich jetzt schon ein Jahr und ich mag den super gerne. Den hatte ich mir letztes Jahr für Weihnachten auch bei Primark geholt und das ist halt so eine Lederoptik und sehe ich nicht aus, als ob ich aus Dallas wäre. I love it. Ich würde dann noch eine schwarze Strumpfhose dazu anziehen und ja, aber womit man es auch anziehen könnte. Mit einer schwarzen Leggings. Diese Leggings habe ich auch bei Primark entdeckt und ich finde die wirklich mega, 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 mega schön. Das nächste Oberteil, was ich euch zeigen möchte, ist diese durchsichtige Bluse, die auch wieder so leichte Puffärmel hat. Darunter habe ich einen schwarzen Body angezogen, den ich schon seit Jahren in meinem Schrank liegen habe. Und ich habe diesen wunderschönen karierten Rock gefunden, der wirklich so schön ist. Und vor allem ist es auch super angenehm zu tragen, weil oft hatte ich das Problem, dass diese Art von Röcken entweder beim Sitzen sehr hochrutschen, weil meine Hüften ein bisschen zu breit für solche Röcke sind, oder der Stoff unangenehm war. Aber bei dem ist alles perfekt. Ich wollte schon immer so einen Karo-Rock haben für den Herbst, weil ich das einfach total schön und herbstlich finde. Ich ziehe das dann immer mit einer schwarzen Strumpfhose an und mit Pumps oder aber auch mit Stiefeln oder mit Halbboots. Und was man damit auch super, super schön kombinieren kann, sind Rollis. Ich habe noch vom letzten Jahr hier einmal einen schwarzen Rolli. Damit hatte ich es auch schon vor ein paar Tagen an. Und da hatten einige auf Instagram gefragt, woher der Rock ist. Dieser Rock ist auch von Primark. Der hat 11 Euro gekostet. Und ich hatte das kombiniert mit einem schwarzen Rolli. Und darum hatte ich noch eine goldene Kette gemacht. Also Rollkragenpullover gehen halt immer, sind immer Trend. Und ich mag Rollkragenpullover, obwohl sie, finde ich persönlich, immer ein bisschen auftragen. Also ich finde, einen Rollkragenpullover sehe ich aus, als ob ich aus Brust bestehen würde. Also meine Brüste sind riesig. Und zum Beispiel könnte man das auch mit diesem beigen Rolli anziehen. Den habe ich sogar auch noch vom letzten Jahr. Also das ist auch nicht neu gekauft oder so. Also dieser Rock ist, finde ich, ziemlich universal. Passt zu allen Sachen. Was auch dieses Jahr total in ist, sind Rollis mit Mustern. Und zwar habe ich mir einmal diesen hier mitgenommen. Und das finde ich so ein geiles Muster. Das würde ich natürlich mit einem schwarzen Rock anziehen oder zum Beispiel auch mit einem weißen oder auch mit einer Jeans, mit einer hellblauen Jeans würde das auch richtig gut aussehen. Und ich werde den jetzt leider nicht anziehen, weil ich bin geschminkt und ich möchte jetzt nicht so gerne den Kragen halt versauen und meine Frisur. Aber den gibt es aktuell bei New Yorker, der kostet 8 Euro und ich finde das Muster ziemlich schön. Ich habe aber auch noch diese beiden Rollis hier, die sind vom letzten Jahr, auch von New Yorker. Und die haben auch so ein
ein sehr interessantes und schönes Muster. Und was ich diesen Herbst auch wieder für mich entdeckt habe, sind diese französischen Hüte. Dieser hier ist sage und schreibe 20 Jahre alt. Das ist einer der ersten Hüte, die ich mir geholt habe, damals bei H&M, wo ich gearbeitet habe. Das war mein erster Job. Und ja, der ist, wie schon gesagt, 20 Jahre alt und ich trage den immer wieder mal, dann liegt er ein paar Jahre wieder im Schrank. Aber dieses Jahr habe ich das auf jeden Fall wieder für mich entdeckt. Und ich hatte ja auch damit schon einige Fotos gepostet und habe so viel positives Feedback bekommen. Ich wünschte, ich hätte ihn noch in anderen Farben, zum Beispiel in Rot oder so. Und ich finde zum Beispiel mit so einem Rolli, oh, I love it. Wow. Ich mag, wie schon gesagt, im Moment gerade so diesen bisschen so Pariser Schick-Style. Ich kriege ja auch super, super viele Fragen, ob mich irgendwie Emily in Paris dazu inspiriert hat. Hat sie aber nicht, weil ich halt die Serie mir noch gar nicht angeguckt habe. Was man zum Beispiel auch machen könnte, ist, ich habe hier noch so ganz alte Jacken. Die habe ich mir mal damals auch bei New Yorker geholt. Die sind jetzt auch schon sage und schreibe 10 Jahre alt oder 13 sogar. Ich glaube sogar ein bisschen älter. Und sowas wäre natürlich auch richtig geil. Im Moment bin ich halt einfach so auf diesen Büro-Schick, sage ich mal. So ein bisschen eleganter möchte ich aussehen. Und das wechselt bei mir aber auch. Mal habe ich Bock auf dies, mal habe ich Bock auf das. Und zum Beispiel diese Jacke wäre auch richtig schön mit diesem Hut. Und ja, und das sind zum Beispiel Sachen, die habe ich seit über 10 Jahren in meinem Schrank. Und die bleiben auch da, weil ich finde, sowas kann man immer wieder mal gebrauchen. Klar kaufe ich mir auch einzelne Sachen zu, aber bei mir ist es halt immer so, dass ich mir wirklich überlege, brauche ich das oder brauche ich das nicht? Habe ich sowas schon, sowas Ähnliches? Und das nächste, was ich euch zeigen möchte, ist dieser Mantel, in den ich mich total verliebt habe. Diesen Mantel gibt es gerade bei New Yorker und ich finde den super, super schön und super angenehm. Der ist jetzt vielleicht nicht so feminin geschnitten, aber hier mit dem Band kann man auf jeden Fall eine schöne Taille zaubern. Und man hat hier halt so große Taschen, die ich auch total schön finde, wo super viel reinpasst. Und ja, hat auf jeden Fall was. Gibt mir so ein bisschen auch Marilyn-Vibes. Sie hat ja damals auch oft solche Mäntel getragen. Und ich finde, der ist halt auch sehr wärmend. Und ich hatte mich extra auch für diese Farbe entschieden. Ich glaube, es gibt den auch in Grau oder in Schwarz. Aber ich wollte unbedingt beige haben. Jacken sind natürlich im Herbst auch sehr wichtig, weil sonst frieren wir ja. Sorry, ich rede gerade irgendeinen Scheiß. Was ich zum Beispiel auch sehr gerne trage im Herbst oder im Winter sind Fellpelze. Natürlich Fake-Pelze. Diesen habe ich mir auch letztes Jahr geholt. Und ich finde den super schön immer noch. Der hat auch sogar eine Kapuze. Und ich liebe sowas anzutragen. Mit Kleidern oder halt auch mit dem Hut würde das super passen. Zum Beispiel auch diesen braunen Pelz. Den habe ich auch schon seit vielen Jahren. Das ist auch ein Fake-Pelz natürlich. Und ich trage den total gerne. Und das gibt mir immer so ein bisschen so Old Hollywood-Vibes, die ich halt sehr gerne mag. Und ich muss ganz ehrlich sagen, vom Klamottentechnischen ist mir der Herbst und der Winter lieber als der Sommer. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich kleide mich lieber winterlich oder herbstlich als sommerlich. Dann habe ich halt dieses Oberteil entdeckt und das finde ich total schön, auch wenn es sehr aufträgt. Ich finde das total süß mit diesem Blümchen. Ich habe das halt mit diesem schwarzen Rock kombiniert, den habe ich auch. Beides habe ich von New Yorker und bei dem Rock ist es so, der ist ziemlich, ja, flatterig, sage ich jetzt mal so. Der ist locker. Und da würde ich natürlich eine schwarze Strumpfhose anziehen. Und dann würde ich sogar Boots dazu anziehen. Diese Boots mit den dickeren Sohlen. Was man gut dazu anziehen könnte, wären natürlich auch Kniestrümpfe. Und ja, aber ich finde das eine super süße Kombi. Vielleicht noch mit dem Rucksack oder halt natürlich auch mit dem schwarzen Hut. Super gut kombinierbar. Leider habe ich in den letzten Monaten ordentlich zugenommen. Also ich habe jetzt fast schon 5 Kilo zugenommen. Und ich finde, man sieht es und ich merke es halt auch. Ich bin gerade dabei abzunehmen oder ich versuche es halt wieder. Was natürlich zu dieser Jahreszeit ziemlich schwierig ist. Aber ich habe mir ja auch diesen Monsieur Cuisine geholt etc. und versuche jetzt frischer und gesünder zu kochen. Und werde jetzt wahrscheinlich auch bald wieder so eine Low Carb Diät machen oder eine Paleo Diät, weil ich einfach 5 Kilo wieder runterbekommen muss. Ich fühle mich im Moment nicht so wohl.
Aber ich finde, mit solchen Klamotten kann man es gut verstecken. Das nächste Teil, was ich euch zeigen möchte, ist diese Bluse, die ich bei Primark entdeckt habe. Die ist ein bisschen weiter geschnitten, deswegen binde ich die hier immer zusammen, damit die so ein bisschen noch enger sitzt. Und ja, ich mag solche Karo-Muster, gerade im Winter. Ich hatte mal sowas als Schlafanzug in Rot. Oh, ich habe es geliebt. Aber die Bluse finde ich super, super schön. Auch hier mit dem, sag ich mal, etwas flatterigen Rock, Boots, schwarze Strumpfhose und ihr seid ready to go. Also das ist auf jeden Fall, ja, das kann man halt immer anziehen. Und dann kommen wir zu den letzten drei Teilen, die ich euch zeigen möchte. Und zwar ist das einmal diese Bluse. Und ich habe so viele Fragen auf Instagram zu dieser Bluse bekommen. Diese Bluse gibt es gerade bei New Yorker. Die kostet 15 Euro. Und die hat hier auch so ein bisschen so diese Puffärmel. Und ich finde die super schön. Ich habe mich so in diese Bluse verliebt. Auch hier mit dem, ja, so ein bisschen, ich sag mal, Mozart-Kragen dazu. Oh Gott, das Wort habe ich mir gerade selber ausgedacht. Aber ja, es ist einfach total schön. Ich habe das schon so oft jetzt angehabt. Mit einer Jeans, mit einem High-Waist-Rock, mit dem schwarzen Lederrock zum Beispiel. Oder auch mit diesem Rock hier. Diesen Rock, das ist ein Bleistiftrock, den habe ich auch bei Primark entdeckt. Der kostete, ich glaube, wie viel kostet der nochmal? 8 Euro sogar? Also unverschämt günstig. Und wie man sehen kann, ist der halt auch sehr tailliert. Der, ich finde, der gibt hier auch so einen guten, ja, Halt und verrutscht nicht und lässt alles so ein bisschen schön und geschmeidiger aussehen. Und ich finde den super, super, super schön. Ich liebe den Herbst, wirklich. Herbst-Winter. Und ich habe die auch nochmal mitgenommen in grün. Und oh mein Gott, guckt euch das an. Wie schön sieht das denn bitte aus? Mit roten Fingernägeln, roten Lippenstift. Ich bin überlegen, ob ich das am Heiligabend anziehe, weil ich finde dieses Smaragdgrün so toll. Ich musste sie einfach in zwei Farben mitnehmen. Und das habe ich dann halt auch gemacht. Und ja, richtig geil. Dazu würde ich halt solche Ohrringe natürlich tragen, so wie ich sie jetzt auch schon trage, so mit so ein bisschen Grün drin. Ich habe mir jetzt aber hier auch noch diese Haarspangen mitgenommen, mit so grünen Smaragden, weil ich finde, das passt auch so geil zu der Bluse. Ja, richtig cool. Ja, meine Lieben, das war also meine kleine Herbst-Winter-Inspiration, Fashion-Inspiration für dieses Jahr. Die meisten der Sachen gibt es gerade online in den Läden, aber es waren auch ein paar Sachen aus meinem Fundus mit dabei, sage ich mal, die ich jetzt schon ein bisschen länger trage und ein bisschen länger habe. Ich wollte euch einfach nur so ein bisschen Inspo geben zu den Sachen, die ich gekauft habe, anstatt nur stumpf zu sagen, das habe ich gekauft, das habe ich gekauft, das habe ich gekauft. Ich wollte euch auch so ein bisschen Kombinationsmöglichkeiten zeigen. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Falls ja, dann gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Schreibt mir mal in die Kommentare, welches Outfit euch am besten gefallen hat und welches Teil ihr euch eventuell nachshoppen werdet. Das würde mich auf jeden Fall richtig interessieren. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall ganz, ganz schnell im nächsten Video. Freut euch auf jeden Fall auf den Dezember, denn ich werde dieses Jahr wieder Vlogmas machen. Das heißt, es wird jedes Wochenende, jeden Advent einen Vlog geben. Das habe ich das letzte Mal vor 4 Jahren, glaube ich, gemacht. Und dieses Jahr habe ich richtig Bock darauf. Das heißt, ich werde die Woche für euch vloggen und am Wochenende zum Advent gibt es dann das Video. Wird stressig für mich, wird Arbeit für mich, aber ich möchte euch das dieses Jahr geben. Weil ihr wisst, ich mag die Weihnachtszeit so gerne, die Vorbereitung auf Jesus Geburtstag. Und das ist für mich immer die schönste Zeit im Jahr. Und ja, und daran möchte ich euch gerne teilhaben lassen. Wir werden auch zusammen wieder meine Wohnung dekorieren und, und. Und damit würde ich das Video jetzt beenden. Falls du noch hier gelandet bist und dieses Video Spaß gemacht habt, dann lasst mir gerne ein Abo da. Und vergesst auch nicht, mein Social Media euch anzugucken. Das findet ihr alles in der Infobox. Wir sehen uns ganz schnell im nächsten Video. Bis dann.